Das hier hinter mir, dieses Glasbüro, nennt sich Arena 05. Bis vor 2 Wochen kannte man das noch als den 2. Stock des Konrad-Adenauer-Hauses. Jetzt sitzen dort 14 Freiwillige und was sie den ganzen Tag machen, schauen wir uns mal an. Willkommen in der CDU-WG. Eine typische Jungs-WG mitten in Berlin. Und die Miete zahlt Angela Merkel. Wir sehen jeden Abend Moritz ab. Moritz und Henrik sind freiwillige Wahlhelfer der CDU. Die beiden Studenten aus Nordrhein-Westfalen leben für 3 Monate in einer Hauptstadt-WG, finanziert von der Partei. Ja, ich habe direkt am Wahlabend, am 22. Mai in Nordrhein-Westfalen schon gedacht, die können mit Sicherheit Leute hier in Berlin gebrauchen und habe dann direkt angerufen in der Bundesgeschäftsstelle und war dann relativ schnell dabei im Team hier für den Wahlkampf. Jeden Morgen rollen sie in die Parteizentrale und das ist für die beiden Mitglieder der Jungen Union natürlich das Allergrößte. Ja, ist schon toll, das Ganze mal live zu sehen hier, das Haus, was man sonst nur aus Pressekonferenzen bei Phoenix kennt. Ein tolles Erlebnis war, als ich morgens herkam und der Aufzug ging auf und dann kam Herr Kauder raus und hat so ganz, ganz nett gesagt, guten Morgen, so als ob man schon dazugehört und das ist ein tolles Gefühl gewesen. Arena 05 heißt ihr Büro auf Zeit. Hier basteln Henrik und Moritz am Internetauftritt der CDU und beantworten Bürgerfragen zum Wahlkampf. Wo ist Kause zum Zukauf? Geld für die Wahlhelfer gibt's nicht, aber für Henrik und Moritz ist es der spannendste Ferienjob überhaupt. Und träumt ihr denn nachts noch von der CDU? Nein. Nee, nicht wirklich. Aber ob die Partei auch die Bettlektüre diktiert, das haben wir nicht gefragt. So, und das fragen wir auch jetzt nicht, obwohl eigentlich alle schon wieder da sind, die 14 Freiwilligen hier im Büro. 10 Stunden täglich arbeiten sie, auch so früh am Morgen geht es schon los, opfern ihre Freizeit und das alles unter einem Motto. Das hängt hier an der Wand, können wir uns mal anschauen, hier ist es. Angie, wir kämpfen für dich. Und da frage ich doch einfach gleich mal einen der Freiwilligen hier, schönen guten Morgen. Wie kämpfen Sie denn für Angela Merkel? Ja, wir sind hier das Team Zukunft. Wir organisieren die große deutschlandweite Unterstützer- und Freiwilligenkampagne für unsere Kanzlerkandidatin. Viele Leute kommen jetzt gerade in diesen Sommertagen auf uns zu, sagen, was können wir tun für den Wechsel? Sind noch kein Parteimitglied, haben sich noch nie politisch engagiert, aber sehen diesmal, dass einfach die Notwendigkeit da ist, den Wechsel herbeizuführen. Das heißt, da läuft viel per Internet, per E-Mail. Sie beantworten E-Mails den ganzen Tag? Ja, vor allem Internet. Es kommen teilweise bis zu 1000 E-Mails pro Tag, die dann konkret fragen, was können wir hier vor Ort tun? Und den Leuten sagen wir, selbst wenn sie nur mit 5 Kollegen, mit 5 Freunden, mit 5 Bekannten über die Wahl sprechen, dann hilft uns das schon. Okay, herzlichen Dank. Wir haben hier gesehen, alles schön mit Postern plakatiert und Neonschilder an der Wand. Diese Arena 05 ist aber, wenn wir hier mal ganz kurz ein bisschen rausgehen, das sage ich jetzt unserem Kameramann, ja, der hier ein bisschen aufpassen muss, dass er nicht gegen die Tür knallt,